Understand me. I need a comma like I need a Grammy. She needs the flow with her designer panties. Yeah, we eating plenty. Check the pantry from the sound waves to the rebel lines. From the tattered bridges to expensive dishes. Now we eating ends with these new beginnings. Yet the sign of major for the bankroll. But thank the Lord that it dies at penitentiary. Nice guy, but my inside is empty. Mighty flashy with a bird's eye. Scribble gems to get my pockets lined till I get arthritis. Switch my heart is like. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, der da ist wieder da. Versteck dich nicht. Man erkennt dich trotzdem. Wer ist da? Und das bedeutet natürlich, dass wir den letzten Tag der Messe haben und heute Abend ordentlich auf feiern gehen, hoffe ich mal. Oder? Ja, ein bisschen. Sounds, I make a facelift. I'm in a new town, I make the waves splish. New town and we accruing down, that's where I run the game until my shoe is calloused on a loose gravel, keep the flame lit. I relay the message, nobody better. I'm bringing them careless, I want it forever, but I'm with whatever. Cause these days, I've been doing things my life. Also wie war das, Kai? Du hast unseren YouTube-Channel noch nicht mal abonniert. Unverschämt. Bist aber ein ehemaliger Arbeitskollege. Das geht dir mal gar nicht. Ich bin doch so der Anti-Social-Media-Mensch. So, Leute, also ich möchte jetzt mal gerne, dass ihr in den Kommentaren Kai mal bitte dazu auffordert, entsprechend, dass ihr den Kanal abonnieren soll. Als ehemaliger Arbeitskollege gehört sich das natürlich, ne? Also es geht ja... Also schreibt unter das Video einen Kommentar, wenn ihr der Meinung seid, dass Kai den Kanal abonnieren soll und das Video liken soll. Und er muss natürlich jedes Video zweimal gucken, damit entsprechend Watchtime draufkommt. Nein, Quatsch. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt und ihr die Videos an sich ganz cool findet, abonniert gerne unseren Kanal, würde mich super freuen. Yeah, nigga, next to that name. California on the birth certificate. How we claim that they ain't seen the wave. How we painted on the level up. The tattered garments, been a starving artist. It's like 09, that was go time. Fuck a closed mind. That's where my heart is hard. You need a placement. For my family's sake, I've been through some things. Make a better way. Why do I get out of place? Why are you on my face? Ja, wir sind jetzt hier mit Sam von E3D, am Stand von E3D. Und Sam wird uns jetzt ein bisschen was über den neuen Hermes-Extruder erzählen, der jetzt demnächst launchen soll. Hi Sam. Hello, how are you doing? Great, and you? Yeah, I'm great. I'm really enjoying the show. How was the show until now? It's been fantastic. Yeah, this is actually our first time at Formnext as E3D officially, and it's enormous. Like, we go to TCT in Birmingham, and that's just one hall, but this one's like three or four hall. I'm not even sure. I've not been able to see everything, and I've been here for the last three days. Yeah. Welcome to Frankfurt. Thank you. So, tell us a little bit. About the new Hermes extruder. So, the Hermes extruder, we've made a hot end extruder combination before. We made the Titan Aero, and that was back in 2017. And it's a solid extruder, don't get me wrong, but there was ways that we could improve on it. So we decided to start from the ground up and recreate and work our way up to create the perfect hot end extruder combination. So what's quite interesting about it is the internals of Hermes are super tightly constrained. There's a very short filament path, which means that when the gears stop spinning, the filament stops coming out. We've essentially eliminated with ooze with anything except for maybe like wood fills and stuff like that, which are much more prone to oozing. The drivetrain is all metal and all hardened. We actually did quite an interesting test. We called it the death by a thousand benches test, where we set it up and we just continuously simulated the retractions that are involved in printing a bench. We did it a thousand times. It was up there and it was running for like a week, non-stop retractions. Then we took the whole thing out, looked at the gear train under a microscope, and there was no visible signs of wear whatsoever. That sounds awesome. So you drive it really to death. Yeah, absolutely. And because the drivetrain is so confined. It turns out it's actually really good for printing flexibles. We've been able to print NinjaFlex at speeds of like 200 millimeters a second, which is mind-blowing, to be perfectly honest. Normally you'd need to slow that down to something like 20 or 30, otherwise the filament will look spaghetti out the side. But it's fantastic. We're really excited for the launch. Which will be, we can officially announce that it's going to be on Black Friday, so next Friday. It'll be available on all European Amazons, so next day delivery, prime delivery. If you want, you could get it by Saturday, and you could
have it on your machine by Saturday evening and be printing some flexibles there. That sounds awesome. Mm. Yeah. Tell us a little bit about the awesome and weird looking fan situation of So the heatsink on the front, we went through a lot of iterative testing to try and make the perfect heatsink that cools as well as optimally as possible, and we've now optimized the heatsink. The heatsink also diverts air up and away from the printed part, which prevents uneven stresses and warping in the print. Because the cooling was so effective and the pattern was so effective, we've been able to put a quieter fan on it, which is always good. No one wants a noisy printer, do they? Right. Yeah. That's awesome. Thank you very much. Cool, yeah. The idler tensioning is now done from the top. Which is great because it frees both sides, and now you can mount it whichever side you want. You can mount it this way, mount it that way, and it also leaves a side for easy mounting of, let's say, a BL Touch or a Park cooling fan. And obviously, last thing, it's compatible with our entire ecosystem. So V6, Volcano, Super Volcano, whatever you want to put it, customize your extrusion setup to help to meet the user's needs, basically. Yeah. That's the reason why you buy an 3D hotend. Absolutely, yeah, the freedom. Right, exactly. Thank you very much. No problem at all. I wish you a good show. Thank you. Furthermore, and... Yeah. Hope the feeling don't fade. No. Between the money and anything. Ain't no telling where I live. Probably somewhere near the way. So, damit ist die Form Next auch eigentlich offiziell zu Ende. Hinter mir sieht man noch den harten Kern, der auf dem Stammtisch geblieben ist. Ich hoffe, euch haben die Videos gefallen. In diesem Sinne, wir sehen uns nächstes Jahr. Schön dabei sein. Bis dahin, happy printing. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr lieben Makerleinen. Wie ihr sehen könnt, ist der nächste Morgen nach der Aftershow-Party, beziehungsweise der nächste Nachmittag. Wir haben ja schon 3:15. Die Form Next ist vorbei. Und wie man so schön sagt, nach der Form Next ist vor der Form Next. Das heißt, ich freue mich schon tierisch, euch nächstes Jahr wieder hier zu sehen. Es war eine coole Aftershow-Party und ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen. Ich war tierisch froh, euch mal alle in Person kennenzulernen, die wir normalerweise sonst nur mit Namen im System drin stehen haben als Kunde. Von daher danke, dass ihr alle da wart. Es hat mich super toll gefreut, dass ihr da wart. Und ich hoffe, es hat euch auch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich hoffe, ihr seid alle gut nach Hause gekommen und hattet nicht noch irgendwie einen Stau oder sowas großartig auf der Strecke und konntet euch schon mal ein bisschen aufschlafen jetzt. Und ja, ich werde jetzt hier nochmal ein bisschen was aufräumen. Es war Gott sei Dank nicht viel, was an Chaos hinterlassen worden ist, zum Glück. Das heißt, ich werde jetzt nochmal hier so ein klein bisschen reine machen. Und dann die Boxen, die ich jetzt eben noch verpackt habe, zum Paketshop bringen. Noch ein Paket, was bestellt worden ist, zum Paketshop bringen. Und dann werde ich mich langsam aber auch in den Feierabend begeben und zu Hause auf die Couch flitzen und noch ein bisschen PS4 zocken oder so in Richtung. Nächste Woche geht's weiter mit noch ein paar Videos von der Form Next. Ich weiß nicht, wie schnell ich die geschnitten bekomme und wie schnell ich die veröffentlicht bekomme. Und dann so in 1-2 Wochen sollte es mit normalem Content in Anführungszeichen weitergehen, also sprich das nächste Projekt, was schon ansteht. Dann habe ich jetzt auch durch die Videos von der Form Next mal nochmal ein bisschen Puffer entsprechend, um da mal ein bisschen was vorzubereiten. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich super freuen, wenn ihr es abonniert, uns einen Daumen nach oben gebt. Und falls ihr nicht wisst, was die Box ist, schaut mal bei uns auf der Webseite vorbei, da seht ihr die monatliche Filamentprobenbox ist auch eine ganz coole Sache. Und in diesem Sinne, wir sehen uns nächste Woche. Happy Printing!